Sie sind hier, 1. Oktober 2018, 16.32 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Michael Biegler trat den Job in Leipzig erst zu Saisonbeginn an. Urheberrecht Getty Images. Michael Biegler ist nicht mehr Trainer des kriselnden Handball-Bundesligisten DHFK Leipzig. Sein Nachfolger ist sein Vorgänger. Bundesligist DHFK Leipzig hat sich von Trainer Michael Biegler getrennt. Neuer Coach wird André Haber, der den 57-jährigen Biegler bereits in den letzten 4 Bundesligaspielen vertreten hatte. Haber hatte die Sachsen zudem schon vor Bieglers Dienstantritt trainiert. Biegler hatte Anfang des Jahres den Job in Leipzig angetreten. Der Start in die neue Saison ging aber deutlich daneben. In den ersten 7 Spielen holten die DHFK-Handballer lediglich 3 Punkte. DATENCENTER, die Tabelle bei uns gehen im Moment Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Wir müssen wieder als Mannschaft funktionieren, sagte DHFK-Geschäftsführer Carsten Günther. Nach reiflicher Überlegung habe man sich entschlossen, diesen Weg ab sofort mit André auf der Trainerposition zu bestreiten, hieß es. Trotz der neuen Aufgabe wird Haber seinen Job als Bundestrainer der Juniorennationalmannschaft vorerst weiterführen. Der Verein und der Deutsche Handballbund, DHB, überlegen gerade, wie man beide Tätigkeiten am besten in Einklang bringen kann. Von Sportinformationsdienst.